Das nenne ich mal einen ordentlichen Schutzwall hier, den die haben. Aber um den geht's gar nicht so sehr, Munition, sondern um die Region davor. Endlich haben wir die imperialen Truppen bis an die Grenze zurückgedrängt, Cooper. Vielerorts sind Kämpfe ausgebrochen, Cooper. Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten. Preparations are complete. We can mobilize at any time. Na klar. Hergehört, ich erläutere nun die Mission, Cooper. Cooper! Unsere Streitkräfte kämpfen um die Kontrolle über die Enaroe-Region, Cooper. Ihr werdet sie dabei unterstützen, das feindliche HQ in Rionauen zu besetzen, Cooper. Das wird uns den Weg zu, keine Ahnung. Der Typ muss ja immer dazwischen quatschen. Ja, ja, Walden, ist klar. Na dann, als erstes müsst ihr das erste Lager unter unsere Kontrolle bringen, Cooper. Das zweite ist schon in unserer Kontrolle und dann geht's gegen diese Stadt dort. Von dort aus wagt ihr euch vorsichtig bis nach Alerion voran, Cooper. Na, Stadt kann man es nicht nennen, es ist ein Lager, mehr nicht. In dieser Schlacht wird an mehreren Fronten gekämpft. Und da liegt das Problem. Auf geht's! Where should we plan our attack? Oh, von hier aus stimmt, wir können von hier aus gar nicht die Kontrolle übernehmen und bestimmen, wo es lang geht. So, ach komm. Ich werde gleich erstmal gegen das Abwehrsystem ziehen. So. Gut, das wird jetzt ein bisschen dauern hier, aber Trey habe ich deshalb gewählt, weil man mit ihm Angriffe aufladen kann. Und das bedeutet, wir können One-Shot-Kills landen. Das ist ziemlich wichtig, finde ich, mit denen hier in dem Kampf hier. Auf der Karte. Können wir uns das mal kurz anschauen? Zack! Ah, nicht ganz. Vorne hat es eigentlich gut funktioniert. Jetzt! Sehr gut, so habe ich mir das gedacht. Der Vorteil dabei ist einfach, die können nicht zurückschießen. Und das Problem ist, man kann den Schüssen ja nicht ausweichen, den Angriffen der Gegner hier. Und das macht das Ganze halt ziemlich ungünstig, ziemlich schwierig. Okay. Das Lager gehört schon uns im Prinzip. Und wir werden noch sehen, das wird später noch eine Schlüsselposition mit haben, habe ich schon festgestellt. Das hat nämlich vorhin den Kampf unglaublich in die Länge gezogen. So, jetzt kommt die Fregatte dran dort. Die müssen wir runterholen. Take this place down. Sobald wir sie anvisieren können, zumindest. Darf ich? Yes. So, denen können wir ausweichen, das ist das Gute. Weil die mit ihren Raketen schießen, da kann man noch ausweichen, da hat man die Chance zumindest. Okay, und damit haben wir sie. Wunderbar. Jetzt läuft's doch. Aber hier am Anfang ist auch noch nicht das große Problem. Wir werden noch sehen, wann es kommt. Ich zieh mal gegen das Abwehrsystem hinten. Das ist nämlich gleich unser nächstes Ziel. Ja, ja. Ich bin ja schon da. So, und dann geht's direkt gegen das Lager mit Namen, gegen Alerion. Schalten wir mal hier noch ein bisschen die Zerstörer mit aus. Wobei wir eigentlich hier auf die gar nicht losgehen müssen. Das Lager macht es schon von alleine gleich. Es reicht eigentlich, wenn wir hier auf dem Weg ein bisschen abschneiden mit. Schön. So, den Sonderbefehl haben wir schon ausgeführt, bevor er überhaupt da war. So, dann machen wir mal von hier aus. Ja, die Rio-Einheit soll ruhig mit gegen das gegen Rinauen ziehen. Das ist in Ordnung. Wir können natürlich auch... Das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn wir das vierte Lager direkt angreifen. Nee, wir lassen das mal. Wir lassen alles gegen Alerion ziehen. Ist schon besser. Das vierte Lager wird dann der Knackpunkt so ein bisschen mit. Und lustigerweise hat das erste Lager dabei eine Schlüsselposition. Auch wenn die gar nicht beieinander liegen. So, das macht ihr. Ich nehme den nächsten. Ach komm. Ernsthaft? Hat er noch ernsthaft den bereits zerstörten Trupp anvisiert? Schafft ihr es?
Jawoll. So, jetzt zieht mal Rio-Einheit. Von denen scheint es nicht so viele zu geben. Es ist schön. Der Rio, der ist von sich überzeugt gewesen, wie es aussieht. Die hätte ich vielleicht noch nicht an der Stelle einsetzen sollen. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Kommt, jetzt zieht mal. Ja, ich gehe doch gar nicht zum Hauptschutzpunkt. Schön die Ruhe bewahren, Mogri. So, jetzt haben wir die hier. Okay. Jetzt haben wir eine Chance. Now we're talking. Enemy attack! All troops to battle stations! Ich finde es ganz gut, wenn die hier direkt gegen die mit der Donnereinheit hier gegen das vierte Lager ziehen. Und ich werde jetzt vielleicht auch mal warten, bis sie hier das vierte Lager erobert haben. Denn es wird später ziemlich schwierig, das hier irgendwie zu erobern. Oder vielleicht, bis sie kurz davor sind, das ist vielleicht das Beste. Dass sie schon richtig Schaden machen an dem Ding. Die Helldiver sind nämlich unglaublich unschön. So, aber gut, ich sehe schon, das wird nichts. Wir gehen direkt mal gegen Allerion jetzt. So, rein in die Hütte. Defend this area with your lives. Class Zero. Commencing maneuvers. Okay. Wir fordern keine Unterstützung an. Sondern wir versuchen uns so. Und Seven ist natürlich wie immer meine Wahl im Kampf. Ich muss dann nur dran denken, sie wieder auszuwechseln, wenn wir die Mission absolviert haben. So, her damit. Und weiter. Jawohl, der hat gut gesessen. So, da haben wir den Nimrod auch schon. So, ich weiß gar nicht, ob es schon da stand. Ich glaube schon, wir müssen diese Antennen hier deaktivieren. Weil sonst empfindliche Daten an das militärische Imperium weitergeleitet werden. Ich glaube, irgendwelche Waffendaten oder so. So. Hier haben wir einen schönen großen Umkreis. Anders als bei der Mission vorher. Aber dafür müssen wir auch länger drin bleiben. Bei dem geht's jetzt noch, aber wir kommen gleich noch zu Stellen, wo man ziemlich lang, da hat man zumindest das Gefühl, dass man ziemlich lang warten muss, bis endlich mal das Ding deaktiviert ist. So. Ich will nicht die Barrikade haben, ich möchte eigentlich gerne die Anime sammeln. Ah, du bist unfähig, Mädel. Ach, egal. Lass weiterziehen, scheiß auf die Anime. Gehen wir gleich zur Antenne. Und ziehen das hier nicht unnötig in die Länge. Je schneller wir das absolvieren, desto eher kommen wir zu dem Teil, der dann eigentlich das Unschöne ist hier in der Mission. Oder ja, das Ganze prickelnd macht, sagen wir mal so. Na komm. Haben wir es nicht mal bald? Na geht doch. So. Anime. Und weiter. Oder wollen wir die noch... Komm, wir machen die noch kurz. Nein, wir machen sie nicht mehr platt. Wir sind schon automatisch in den nächsten Bereich reingerannt. So. Gar nicht lang zögern hier. Wir gehen direkt drauf. Wir haben nämlich hier zwei Antennen jetzt zu deaktivieren. So, und abgesehen von den Leuten auf dem Turm kommen, glaube ich, auch gar keine neuen Gegner mehr an jetzt. So, haben wir noch den letzten Kommunikationsmast. Und sobald der deaktiviert ist, kommt noch der Boss. Und dann haben wir es hier geschafft. Gut, ich weiß nicht, was ihr so vorhabt, aber ihr könntet mal die Leute auf den Wachtürmen ausschalten. Das wäre mal eine Maßnahme. Dann halt nicht. War nur ein Vorschlag. Könntet ja mal hilfreich sein. Oh, jetzt hat es gegriffen. Wunderbar. So, und da haben wir doch schon auch unseren Chef. Oh, oh. Bei dem müssen wir auch aufpassen. Der hat schon ganz gut Schaden drauf. Und der geht natürlich nur auf mich los.
still have some tricks. Wechsel mal kurz. Ist euch besser? Jawohl. Oh oh. Komm, der ist im Verhängnismodus. Das muss doch gehen. Und Seven ist platt. Das ist ärgerlich. Ach, das war gar nicht der Major, der im Verhängnismodus war. Okay, dann machen wir es halt so. Muss mich aufhalten hier. Ah, gerade als ich schießen wollte. Alter, sonst ist das nicht so schwierig hier, der Kampf. Okay, lass mal auf Nein wechseln. Dann werden wir uns den Typ mal... Wo ist denn das Teil? Der Typ. Dann werden wir uns den mal im Nahkampf vornehmen hier. So. Oh, shit. Der Kampf läuft ja noch schlechter als bei den anderen Mal. Okay. Aber wir haben's. Zwei Leute verloren. Meine Güte. Gar nicht gut. Die kann ich nämlich durchaus noch gebrauchen. Oh nein, jetzt muss ich mit King weitermachen. Ernsthaft? Ich wollte aber noch auf Trey wieder zurückwechseln. Verdammt. Na gut, was soll's. Wir haben ja keine andere Wahl. Zieht gegen das vierte Lager, bitte. Alle. Okay, move out! Und wir kümmern uns um die Fregatte, die hier irgendwo ankommen müsste. Oh Gott, jetzt mit King, das kann ja lustig werden. Da. Müssen wir treffen. Ich will das nicht mit King machen, der macht keinen Schaden. So, wir müssen nämlich unbedingt runterholen, die greift nämlich sonst direkt unsere Lage an. Komm schon, ich treffe die nicht mal. Jetzt. Bleib stehen! Nee, ich kann die gar nicht treffen, wenn die in der Luft ist. Okay. Oh, zieh schneller, los! Nein. Verdammt, sie haben es erobert. Das war das, was mich bisher immer zurückgeworfen hat. Diese Dinger holen sich das erste Lager zurück und dann wird es richtig hässlich. Wo ist denn die Fregatte? Kann ich mal bitte nach oben sehen? Das ist noch der Dreadnought, der ist mir egal. Den kann ich nämlich nicht besiegen, der ist zu stark. Die Fregatte dreht wieder hier rüber. Ah, Mist. Jetzt geht der Spaß wieder los, wie vorher. Okay, einfach dranbleiben. Immer wenn das Ding runterkommt, muss ich es versuchen. Gehst du gegen Alarion? Ja. Sehr schön, dann kann ich dich nämlich endlich ausschalten. Mann. Und jetzt bitte beide Einheiten gegen das erste Lager ziehen. Ich weiß bloß nicht, warum ich sie schicken soll. Das ist das Problem. Das Problem ist nämlich, das ganz, ganz große Problem, die ziehen von Meroe und dem zweiten Lager aus und gehen immer erstmal nach Alarion, um dann wieder zum ersten Lager zu ziehen, je nachdem, welchen Weg man ihnen verpasst. Und das finde ich total unpraktisch, muss ich sagen. Okay, macht's mal so, ja. Support is on its way. So, ich werde mal ganz kurz zum... Ich will mal gucken, ob man beim zweiten Lager vielleicht... This will be the last battle. Ja, ich kann auch direkt vom zweiten Lager aus den Befehl geben, wie es aussieht. Dann mache ich das nämlich. Fire! Komm mal her hier. So. Dann werden wir mal die Lava-Einheit direkt von hier aus gegen das erste Lager schicken. Okay. Schön zurück mit euch. Ihr werdet das schon zurückerobern. Und derweil halten wir hier Alarion. Die Stadt hat eine ganz gute Selbsterhaltungskraft, muss ich sagen. So, ich helfe immer nur mal an der Seite aus. Ich habe mir festgestellt, es ist nicht gut, sich wirklich so offen in den Kampf zu schmeißen. Ich darf nur unterstützend wirken. Das funktioniert sonst einfach nicht.
So, so zum Beispiel. Einfach nur aus der Ferne drauf. So, und das erste Lager sollten wir eigentlich bald zurückerobert haben. Hoffe ich. Okay. Gut. Und das Lager hinten, das läuft. Ich wusste bisher nicht, dass wir vom zweiten Lager aus auch weiterhin noch die Leute wegschicken können. Das hilft extrem weiter. So. Okay. Larian sieht noch gut aus. Wir haben noch gute Chancen. Das erste Lager gehört wieder uns. Jawohl. So habe ich mir das erhofft. Diesmal geht es ein ganzes Stück besser als beim letzten Mal. Vor allem die Donnereinheit gegen das vierte Lager. Denn wir haben hier mit den Helldivern große Feinde, böse Feinde. So, auch jetzt wieder das Problem halt mit King, der macht halt nicht so viel Schaden. Wir können ihn bloß ein bisschen unterstützen wirken. Und es war vorhin ein unglaublicher Krampf, hier überhaupt erstmal so weit zu kommen, dass ich das erste Lager wieder zurückerober. Aber jetzt ist das schon mal geschafft. Das heißt, wir sind diesmal viel schneller dabei, als ich das vorhin war. So, und das vierte Lager, das wird eine Geduldsprobe ein bisschen. Weil die Helden einfach immer wieder zurückkommen. Und erst in dem Moment, in dem wir dann ganz nah an Rinauern dran sind und die Helden einfach nicht mehr ausrücken, dann haben wir die Chance. Da haben wir eine richtige, reelle Chance. Vorher ist einfach nicht die Möglichkeit da, hier groß vorzurücken. Aber wir sehen schon, das vierte Lager hat schon gut was abgekriegt. So, ich helfe auch wirklich bloß noch aus. Ich muss aus meinen Fehlern lernen. Das habe ich vorhin halt einfach anders gemacht. Und das hat mich zu viele wichtige, gute Charaktere gekostet, die ich dann im Kampf brauche auch. Aha, genau solche Sachen. So, komm auf das Lager, jawohl. Hat nicht viel Schaden gemacht, zugegebenermaßen, aber... Kleinvieh macht auch Mist. Nicht auf die Helldiver, zielt auf das Lager, Mensch. Das lernen wir auch nicht, ne? Geht immer zuerst auf die Gegner. Enemy Attack! Los. Sehr gut. Donner- und Lava-Einheit im Verbund, das ist wichtig. Die Donner-Einheit schaltet die Gegner sehr effektiv aus und die Lava-Einheit ist einfach gegen die Lager viel stärker. So, komm schon. Bitte gegen das Lager schießen. Nein, nicht gegen die Helldiver, Mensch. Jetzt, 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 jetzt. Ja! Erster wichtiger Schritt. Das Lager schießt auch mit, das ist das Gute. So, komm, jetzt müssen wir bloß noch so weit vorrücken. Ja, jetzt müssen wir nur noch so weit vorrücken, dass die Helden einfach nicht mehr ausrücken. Ich muss nur aufpassen, ich darf nicht zu offensiv reingehen. Ich habe schon wieder zu viel Leben verloren. Aber ich glaube, hier hinten mal irgendwo was zum Heilen, ne? Genau. Das werde ich mir mal ganz kurz unter den Nagel reißen. Und dann schauen wir mal. So. Wir haben's. Ja, 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 ja. Diesmal habe ich eine viel bessere Chance, dass wir auch wirklich hier rauskommen. Wir haben noch viele größere Charaktere. Ah, gut. Es ist viel besser gelaufen als die ersten beiden Male. Seid froh, dass ihr den Krampf euch nicht mit anschauen musstet. Das ist so angenehm, wenn man jetzt auch mal wirklich den Erfolg da hat und es funktioniert. Es ist wichtig, dass man vom zweiten Lager aus Leute schicken kann. Und das wusste ich nicht. Und das hat mich extrem aufgehalten. Class Zero. Okay. Commencing maneuvers. Auf in den Kampf.